Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Pixelmon, dem Projekt mit den geilen Städten und Arenen und so weiter, wenn es da mal richtig anfängt. Wir machen jetzt noch ein paar Pocke, also Hyperbälle. Und nein, das wollte ich. So. Ich habe kurz noch die Tiere gefüttert, die hier unten sind, also die Hühner und die Schafe. Und Bisesam noch geheilt. Der war ja nach dem Heilen aus dem PC rausgenommen worden. Und ja, jetzt gehen wir dann noch ein bisschen Pokémon suchen. Wir brauchen aber die Oberteile noch. So. Gut, das reicht. Wir wollen jetzt noch ein paar Pokémon haben. Und zwar haben wir gesagt das letzte Mal, wir gehen hier in diese Richtung. Das ist Westen. Okay. Nach Westen, nach Westen, nach Westen. Ein Pokémon, also ein normales Dorf müssen wir suchen. Und was wollen wir noch? Ein Spawner oder so. Wir brauchen unbedingt Karotten. Und vielleicht ein Sattel oder so etwas. Ich weiß jetzt nicht. Man kann, glaube ich, fliegen ohne Sattel. Man muss ja keinen Sattel an die Pokémon schnüren. Gold King. Ich habe früher immer Gold King genannt. Aber er ist Gold King. Ha. Oh, da haben wir Ding. Fichten, genau, Fichten. Können wir ein paar Fichtensetzlinge mitnehmen. Glutexo. Also, fällen wir mal den Baum hier und schauen mal, ob wir schon genügend Setzlinge bekommen. So zwei oder drei müssen es schon sein. Was haben wir denn hier? Hier haben wir einen Pokéball, also einen Chest. Super Potion, sehr gut. Und okay. Macholo wäre es auch interessant, aber die sind ein bisschen hochleveliger. Ach komm. Ja, hallo. Liebe Blätter. Ich möchte doch ein Setzling haben. Zwei, drei. Ja, das reicht. Also gehen wir weiter. Ah, Level 12 ist eigentlich noch gut. Fight. Sleepholder. Weinwip. Bringt nicht so viel. Leaf Seed. Weinwip. Vielleicht mal wieder schlafen legen. So, jetzt ist gut. Jetzt, wenn wir das nicht fangen, dann müssen wir wirklich Superbälle benutzen. Für die Low-Leveligen. Ah, wir haben ihn. Gut, sehr schön. Super gemacht, Bisesam. Oh, Donphan ist das, glaube ich. Ja, aber hier in den Bergen, naja, sind so Pokémon, die ich jetzt nicht unbedingt alle so mag, weil sie halt normal sind und Kampf und Flug. Ja, Kampf sind zwar coole Pokémon, aber die sind immer so extrem unterlegen.
Das ist das größte Problem. So. Also, wie ich schon mal gesagt habe, diese Map werde ich dann als Server machen. Dann dürft ihr hier auch ein bisschen weiterbauen und so. Aber vor allem möchte ich einfach... Boah, so viele Hühner. Möchte ich einfach... Ja, euch ein bisschen süchtig machen, ja, sozusagen. Also wenn ihr dann mitbauen wollt, klar, aber bitte wartet noch. Ich möchte gerne alleine mal ein bisschen bauen, weil ich habe... Ja, wenn ich einen Server aufmache, habe ich doch keine Zeit mehr fürs Let's Playen oder so. Oder ich habe einfach keine Zeit, auf dem Server zu sein und zu bauen. Deshalb möchte ich jetzt das noch... Ja, einfach so wie ich es halt vorstelle mache. Und dann weiter weg, dann könnt ihr dann auf dem Server weiterbauen. Ja, bin mal gespannt, wie sich denn das entwickeln wird. Aber zuerst brauche ich natürlich auch ein paar Zuschauer, ein paar Fans, ein paar Ideen und so weiter. Also Ideen habe ich jetzt eigentlich schon genug, aber ich bin mal gespannt, was ihr so für Ideen habt, was ich bauen soll. Und wie ich bauen soll, wann und ja, da dürft ihr alles wählen. Also in diesem Projekt dürft ihr alles wählen, was ihr wollt. Und bin mal gespannt. Also wie gesagt, alles alleine bauen möchte ich nicht. Ich möchte eure Ideen einfließen lassen. Und es muss ja euch gefallen, nicht mir. Also, ja, wenn ihr irgendwelche Ideen, Spaß oder irgendwas möchtet oder so, ihr könnt das Projekt ja sozusagen wie leiten, also sozusagen. Jo. Bin also mal gespannt. Oh, cooler Berg da. So viele Fäden. Spawnen gar keine Pokémon mehr. Boah, schaut euch mal die Höhle an. Da gehe ich mal rein. So eine Unterwasserhöhle ist richtig geil. Also, mal schauen. Das ist... Hat das Obsidian sogar. Das ist das, der Sand runtergekommen. Ich möchte hier irgendwo auf einer guten Position noch ein bisschen Sand farmen. Ja, nein, ich farm keinen Sand. Genau deswegen. Ah, machen wir lieber ein bisschen Schnitzel, Tintenfisch. Wo ist da noch einer? Da ist noch einer. Sieht man gut. Oh, gib mal. Goldin, Goldin. Ja, ja, Goldin. So. Hier haben wir einen See, oder ist es ein Meer? Können wir mal schauen. Ja, ist ein Meer. Ein Radfratz. Ja, das ist eines der Pokémon, die ich nie trainiert habe. Ich hatte nie einen Radfratz und ein Radikal. Lichtel. Was ist das? Naja, nee. Kanimani möchte ich nicht. Was ist die zweite Entwicklung? Ja, weiß ich jetzt nicht genau. So, ist schon lange her, viel zu lange her. Ah, schaut mal an. Ein Versteck. Hier sind Mauzis. Ah, Mauzi nicht mich in mich reinrennen. Auf diese Seite. Nicht. Nach hinten. Ja.
Was haben wir hier? Aguaf Berry. Das sind alles die Berry, die wir nicht anpflanzen können wahrscheinlich. Nun gut. Hey, ich brauche mal ein neues Pokémon. Wo gibt es schöne Pokémons? Nicht so viele Kühe. Hoppala. Ja, wo denn? X-Bat oder so etwas. Die dritte Entwicklung von Zubat. Das ist ein richtig geiles Pokémon, das hatte ich lange, weil ich ein Shiny hatte. Da war so extrem glücklich. Es war nicht mein erstes Shiny oder so, aber es war mein speziellstes Shiny, weil es einfach auf Level 100 war. Dann am Schluss und ich so richtig stolz war, weil ich mit dem die Top 4 machen konnte ohne Probleme und ja, einfach ganz spezielles. Ich glaube, es war entweder gelb, nein, Golbat war gelb. Ich glaube, X-Bat war blau, grün oder so etwas. Ah, ist schon allzu lange her und da hat es ja noch nicht so richtige Farben gehabt. Es war vor allem ein sehr spezielles. Und da war ich sehr stolz drauf. Oh, schaut euch mal die schönen Kätzchen an. Snowbilly-Kätzchen. Da ist Imbagato. Nein, nicht. Doch, Imbagato ist es. Ja, Tornupto ist der andere. Ah, Birkenwald. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Mindestens ein Pokémon möchte ich noch gerne fangen. Pantimos ist zu hochlevelig. Petobro. Ja, leider sehr wenig hier. Vielleicht sollte ich mal die Spawnrate ein bisschen höher stellen. Mache ich aber nicht so gerne. Weil es dann ja schon ein bisschen zu leicht ist, gute Pokémon zu fangen. Wir wollen ja auch erkunden, wir wollen belohnt werden. Und ja, mal schauen. Also hier machen wir einen Waypoint hin. Dark Org. So. Und nehmen wir ein paar Setzlinge hiervon mit. Weil das ist einfach der schönste Baum. Also die Farbe ist am schönsten. Und davon werde ich nämlich sehr viel brauchen. So. Wir können aber den ganzen Wald mal absdingen, aber ich will es ja nicht verschanden. Ich möchte hier gerne ein Dorf oder so bauen. Für eine Stadt ist es zu wenig Platz hier, aber mal schauen. So, wir brauchen ganz viel Erding, dass wir alle Ding bekommen, Setzlinge. So. Also, dass die nicht hier drauf fallen, sondern runter. Müssen wir noch einen fällen. Derzeit. So. Also, ich habe ja gesagt, dass ich ein bisschen moderner bauen als in den Pokémon spielen. Ich will es einfach so ein bisschen cool aussehen lassen und ja, mal schauen. Also eben für Ideen bin ich immer da, bin ich immer bereit und Vorschläge, alles mögliche. Bin sehr gespannt. Aber natürlich wird das Let's Play auch über 300-400 Parts bekommen, wenn niemand einen Vorschlag bietet, aber immer wenn ihr einen Vorschlag bietet, ich werde es so schnell wie möglich umsetzen lassen
Und ja, zögere eigentlich nur die in spätere Parts, wo ich einfach die Rohstoffe nicht bekomme oder nicht habe. Also wenn jemand sagt, ich soll einen Diamantturm bauen, dann müsst ihr leider noch 1000 Parts warten, bis ich die Rohstoffe habe oder so. Ja, bin mal gespannt. Aber dieses Projekt wird sicher bald auch mein Hauptprojekt sein, wenn ich danach ein bisschen mehr Zeit habe. Und ja. Oh, 8 Dark Oak Setzling. Nicht schlecht. Da noch eins. Die mal runter tun. Weberak hatte ich auch früher mal. Aber Ariadas habe ich dann eigentlich nicht mehr weiter trainiert. Ich mochte den einfach nicht. Weil er ja mittlerweile dann auch schon zu schwach wurde in der Story. Kommt Setzling, kommt Setzlinge, hallo. Oh, über einen Stack haben wir. Sehr schön. Hallo. Kommt runter. Kommt mal ein bisschen runter, kommt. Was ist das für eine Farbe? Oh, pink. Wie süß. Hier haben wir auch noch ein bisschen Sand. Ja, bis die Setzlinge runterkommen, können wir hier noch ein bisschen Sand sammeln. Da kann ich leider den Fackeltrick nicht verwenden. Oder geht es? Nö. Oh, schon. So. Nehmen wir das noch. Hier hätten wir Kohle. Das lassen wir aber. Ja, diesen Sand hier noch. So, also, Setzlinge, gut, sind runtergekommen. 12, 13, boah. Schauen wir mal auf die Map. Also das ist jetzt gegen Süden. Oh, hier irgendwie so eine Safari-Zone machen. Ha, das wär's. Da oben ist eine Wüste. Nicht schlecht. Also die Wüste ist wo? Genau hier. Dann gehen wir mal Richtung Wüste. Und schauen wir mal dort, da hat es auch ein bisschen höhere Chance, dass wir etwas finden. Weil wir mehr sehen und auch mehr spawnt hat. Es gibt zwar recht leere Wüsten, aber es gibt auch sehr häufige Wiesen. Oh, ein grüner Boss. Und welches Leben hatte? Kann man die eigentlich? Komm, du schaffst das. Wie wär's mal mit Treffen? Level 19. Scheiße. Smokescreen. Ember. Wir machen wenig Damage, aber genug für die anderen dann. Hey, du bist sehr gut. Sehr schön. Ha! Ein Orb und ein Sootibell. Okay. Ha, das war ein sehr guter Kampf. Dafür verdienst du einfach ein Glutex sozusagen. So. Nächstes Pokémon. Hier hätten wir ein Turtokchen. Ein Turtokchen. Tutuk, Tuku, Tutuk. Was haben wir dann noch? Ich hätte gerne ein noch gutes Pokémon. Meryl. Wollen wir ein Meryl? Ein kleines Meryl? Naja. Meryl.
Nein, kein Mary. Aus dem eher ein großes. So kommst du jetzt raus. Ja, da haben wir eine Wüste. Ein Fleckmon. Fleckmon ist auch so ein Pokémon, das extrem langweilig ist irgendwie. Dann liebe Knackrack, die werden nämlich zu so kleinen Libelldrachen. Libelldracking. Ja, schlechte Kombination. Weil die sind dann sehr anfällig auf Wasser. Und noch was, glaube ich. Mal denken. Eis, nein, Eis ist ja Feuer. Feuer ist ja eigentlich normal effektiv, glaube ich. Ja, denke ich mal. Ich weiß es gar nicht mehr so. Aber... Oh, hier haben wir auch noch ein Dark Oak. Große Psydux, also Entons. Krebskorps. Da ist Libeldrakin. Die heißt nur Flygon. Der Magma. Magmar. Nommel, Nommel. Nommel, Nommel. Kamaub. Kaktus mitnehmen. So. Und... Ja, wir erkunden noch ein bisschen die Wüste. Was könnten wir in der Wüste machen? Eine Erdarena oder so. Und wir könnten auch eine Sandarena machen und tun einfach die Pokémon, die so ein bisschen in der Wüste leben könnten, rein. Aber sind jetzt nicht so viele. Aber eine Feuerarena könnte auch hier sein. Wieso nicht? Stahl. Ja, Stahl wäre etwas, was passen würde. Könnte ja etwas Besonderes sein, wie zum Beispiel... Ja, gibt jetzt nicht so Sachen. Ich habe irgendwie denkt an einen Meteoriteneinschlag, wo dann alles Glas ist und dann gibt es irgendwelche Glas-Pokémon wie dieses Pokémon aus der 5. oder 6. Generation, wo so ein Lampenschirm ist. Ein Duskstone, okay. Dann machen wir hier wieder ein Waypoint. Hier ein Pokémon-Center ist. Aber ein Dorf finden wir jetzt gerade nicht. Das ist ein bisschen schade. Akrobatik, okay. Ja, hier können wir aber leider nur schlecht rein. Da machen wir den Waypoint hier. Wüste. So. Und dann gehen wir wieder hier runter. Genau. Eine schöne Höhle. Eine offene, eine Open-Air-Höhle. Sehr schön. Was ist das? Das war ein Meryl, glaube ich. Ein kleines Magma. In der Wüste ist nichts. Rein gar nichts. Ein Sumpf ist hier sogar noch. Okay. Was noch? Ein Dschungel hätte ich gerne. Also die Wüste ist fertig, schade. Noch ein Pokémon Center, aber das machen wir jetzt nicht zu einem Ding. Safe. Ah, Kürbisse. Die nehmen wir auch noch mit. Ja, sind voll. Schade. Okay, wir legen das um. Wir machen das jetzt hier.
auf die andere Seite. So. Wir legen das um. Oder machen ein neues. NW Nordwest. So. Hätten hier Sumpf. Naja. Ich werde schon wissen, was das ist. Wir können ja nicht mehr schauen. Paralysie hell. Ja. Nehmen wir mit und gehen dann zurück, wenn wir das haben, die Kürbisse. Also was nehmen wir noch raus? Die Seeds, so, nehmen hier gleich mal alle mit und ja, gehen zurück. Also das Richtige ist das hier. So. Also, hier mal die Sachen reintun, die von Pixelmon sind. So. Hier die Sachen, die von Ding sind. Einfach Grünzeug und so. So. Okay, wo haben wir freie Flächen? Hier möchte ich gerne den Baum hin tun von Dark Oak. Dark Oak Bäume. Da einer. Da einer. Und ja, hier hinten einer. Machen wir den hier hin. So. Mal kurz schauen. 3 Minuten. Ja. Vielleicht noch scharfe Scheren. Hier noch die Zuckerrohr mitnehmen. So, dann haben wir eigentlich bald die Verzauberung. Scharfe Scheren geht so nicht. ich will nicht noch eine Schere machen, dann tun wir jetzt da kurz die Schafe scheren. Und ich werde die Schafe wieder ja, nein, ich werde sie nicht mehr. Das nächste Mal können wir dann wieder die Hühner vermehren. Und die Kühe. Und dann machen wir vom Haus weiter. Wir machen am... wir verzaubern hier und machen die Mistkräftewelt. Jo. Also. So. Ja. Das reicht noch locker. So. Na schauen. Da noch. So. Und hier. Und hier. So. Okay. Machen wir hier einen Weg runter. So. Könnten wir eigentlich die als so Ding machen. Eingangsschwellen. So. Aber das machen wir jetzt eigentlich am Schluss. So. Also, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Endlich Mistkräft machen und endlich verzauberte Spitzhacke haben. Sehr gut. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye.